wieso geht der Fernseher denn gerade heute kaputt? Die bauen die Geräte absichtlich so, dass sie schnell kaputt gehen. Ich muss nicht unbedingt fernsehen. Ich auch nicht. Nicht nur, weil heute der Apparat kaputt ist. Ich meine sowieso, ich sehe sowieso nicht gern Fernsehen. Es ist ja auch wirklich nichts im Fernsehen, was man gern sehen möchte. Heute brauchen wir Gott sei Dank überhaupt nicht erst in den blöden Kasten zu gucken. Nee. Es sieht aber so aus, als ob du hinguckst. Ich? Ja. Nein, ich sehe nur ganz allgemein in diese Richtung. Aber du guckst hin. Du guckst da immer hin. Ich? Ich gucke da hin? Wie kommst du denn darauf? Es sieht so aus. Das kann gar nicht so aussehen. Ich gucke nämlich vorbei. Ich gucke absichtlich vorbei. Und wenn du ein kleines bisschen mehr auf mich achten würdest, hättest du bemerken können, dass ich absichtlich vorbeigucke. Aber du interessierst dich ja überhaupt nicht für mich. Ja. Wir können doch einfach mal ganz woanders hingucken. Woanders? Wohin denn? Zur Seite oder nach hinten. Nach hinten? Ich soll nach hinten sehen? Nur weil der Fernseher kaputt ist, soll ich nach hinten sehen? Ich lass mir doch von einem Fernsehgerät nicht vorschreiben, wo ich hinsehen soll. Was wäre denn heute für ein Programm gewesen? Eine Unterhaltungssendung. Es ist schon eine Unverschämtheit, was einem so Abend für Abend im Fernsehen geboten wird. Ich weiß gar nicht, warum man sich das überhaupt noch ansieht. Lesen könnte man stattdessen, Karten spielen oder ins Kino gehen oder ins Theater. Stattdessen sitzt man da und glotzt auf dieses blöde Fernsehprogramm. Heute ist der Apparat ja nur kaputt. Gott sei Dank. Da kann man sich wenigstens mal unterhalten. Oder früh ins Bett gehen. Ich gehe nach den Spätnachrichten der Tagesschau ins Bett. Aber der Fernseher ist doch kaputt. Ich lasse mir von einem kaputten Fernseher nicht vorschreiben, wann ich ins Bett zu gehen habe. Meine Damen und Herren, wie Sie wissen, hat man sich offensichtlich in internationalen Filmkreisen auf ein einziges gemeinsames Filmthema geeinigt, Ludwig II. Von Bayern. Das Leben des unglücklichen Monarchen wurde uns von verschiedenen ausländischen Produktionen dargeboten, die mit der historischen Wahrhaftigkeit recht leichtfertig umgingen. Hartwig Hummel sprach mit dem deutschen Filmemacher Eduard Geigendorfer über seinen Film Ludwig II. Zunächst sehen Sie jedoch einen Ausschnitt aus diesem deutschen Streifen, der allein schon wegen seines realistischen dokumentarischen Konzepts immer wieder größte Beachtung verdient. Thank you.
Wir treten nunmehr in das Schlafgemach des Königs. Es ist der größte Raum des Schlosses und wurde 1884 fertiggestellt. Die Schnitzereien der Wandvertäfelung sind mit 18-karätigem Blattgold versehen. Konsoltische und Spiegelrahmen aus Meißner Porzellan. Der Tisch ist echt Lapislazuli eingelegt. Links und rechts des Bettes bemerken Sie die kostbare Samtbespannung mit reicher Goldapplikation. In der Bettnische befindet sich das Wappen des Königshauses und darunter der König selbst. Herr Geigendorfer, das tragische Leben Ludwigs II. Wurde in jüngster Zeit mehrfach zum Gegenstand großer Filmwerke. Was hat Sie nun als Jungfilmer dazu veranlasst, dieses Thema in Angriff zu nehmen? So ist es. Aber ich meine, wie haben Sie... Die Bedeutung meines Films liegt zunächst in seiner dokumentarischen Aufrichtigkeit. Wir haben 2 Jahre gründlich recherchiert, bevor wir mit den Dreharbeiten begannen. Hat nicht auch Visconti das... Visconti. Visconti ist nicht unbegabt, aber historisch gesehen sind seine Filme völlig bedeutungslos. Denken Sie doch nur an das Dreiecksverhältnis Ludwig, Susi, Beethoven. Das hat Visconti einfach unterschlagen. Aber zu dieser Zeit war Beethoven bereits 50 Jahre tot. Sehen Sie, so geht es schon los. Nein, 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 nein. Ich sehe das Leitmotiv in Ludwigs unerfüllter Liebe zu seiner Tante Susi, bevor sie Kaiserin von Ostpreußen wurde. Wer bitte? Susi. Sisi. Susi oder Sisi. Denken Sie doch nur an die Susi-Filme mit Frau Schneider. War das nicht seine Cousine? Ich habe Romy Schneider als Kaiserin von Ostpreußen nicht mehr so deutlich in Erinnerung. Da sehen Sie, wie unzureichend diese Filme historisch gesehen informieren. Nein, Tatsache ist doch, dass die Familie Schneider seit dem 16. Jahrhundert in Ostpreußen ansässig war und daher kaum noch Ansprüche auf den bayerischen Thron besaß. Dass Ludwig II. Eine Verbindung der Dynastie Wittelsbach mit dem Hause Schneider im Auge hatte, kam Beethoven sehr ungelegen. Da liegt doch die Wurzel der Tragödie. Zumal Beethoven von Susi infolge eines Ohrenleidens schon seit Jahren nichts mehr gehört hatte. So? Und hier setzt mein Film ein. Der Ausschnitt, den Sie soeben sahen, stellt den Höhepunkt des Werkes dar. Die historische Szene, der tragische, durch äußere Umstände bedingte Verzicht, Bewusstmachung, Aussage, Anliegen. Das ist es doch, Herr Hummel. Die Frankfurter Buchmesse liegt nun 3 Monate zurück, aber diese Zeit war erforderlich, das Angebot zu sichten, Wesentliches von Überflüssigem zu trennen, Bedeutendes von Unbedeutendem zu scheiden. Ich darf Ihnen aus der Fülle der Neuerscheinungen ein wesentliches Werk herausgreifen. Hier werden Dinge in einer Eindringlichkeit und Präzision beschrieben, die bisher in der deutschen schöngeistigen Literatur nicht zu finden waren. Der Autor zieht es vor, anonym zu bleiben. Das überrascht, denn bei aller Offenheit zeigt das Werk eine ungewöhnliche Reinheit der Sprache. Und man sollte nicht zögern, es gerade der heranreifenden Jugend in die Hände zu legen, um sie mit den ganz natürlichen Vorgängen des Lebens vertraut zu machen. Keine deutsche Fernsehanstalt hat es bisher gewagt, eine Leseprobe der mit Unrecht umstrittenen Stellen zuzulassen. Aber bitte urteilen Sie selbst. Ich beginne auf Seite 294. Germersheim ab 12.36 Uhr, Westheim 12.42 Uhr, Hampstead an 12.46 Uhr. Schon diese Stelle ist ein kleines Meisterwerk, ein nur harmloses Zeugnis für die bestürzende Sachkenntnis des Verfassers. Und kurz darauf steigert sich das Werk zu einem seiner vielen dramatischen Höhepunkte. Landau ab 10.28 Uhr, Annweiler 11.19 Uhr, Pirmasens an 13.44 Uhr. Das ist fein beobachtet. Jedermann weiß, wie peinlich solche Stellen gerade bei Literaten minderer Qualität wirken können. Mit den Worten, in Saarbrücken Hauptbahnhof kann mit Anschluss nicht gerechnet werden, schließt das Werk. Es sollte in keinem deutschen Bücherschrank fehlen. Übrigens wussten Sie schon, dass alle deutschen Goldhamster aneinandergereiht von der Erde bis zum Mond reichen würden, wenn sie nur nicht so dumm wären? Wir setzen nun das Programm fort mit unserem Telekolleg Deutsch für Ausländer.
In unserer achten Lektion für die Mittelstufe behandeln wir zunächst den Unterschied zwischen dem unbestimmten Artikel und dem Possessivpronomen, wobei wir gleichzeitig das Konjugieren im Präsens üben. Wie heißen Sie? Ich heiße Heidelore. Heidelore ist ein Vorname. Ja, Schmoller ist mein Nachname. Mein Mann heißt Viktor. Ich heiße Herbert. Die Endungen der schwachen und starken Verben sind im Präsens gleich. Beachten Sie die Verwendung der Hilfsverben sein und haben und den richtigen Gebrauch der Zahlwörter. Wir besitzen ein Kraftfahrzeug. Mein Mann fährt mit der Bahn ins Büro. Ich bin 37 Jahre alt und wiege 81 Kilo. Viktor ist 5 Jahre älter und 1 Kilo schwerer. Sein Zug fährt morgens um 7.36 Uhr. Mein Onkel wiegt 79 Kilo. Sein Zug fährt um 6.45 Uhr. Mein Mann ist fest angestellt. Er arbeitet bis 17.30 Uhr. Ich habe 3 Cousinen. Sie wiegen zusammen 234 Kilo. Und nun, liebe Zuschauer, bilden wir den Konjunktiv durch Umlaut aus dem Imperfekt des Indikativs und üben das bisher Gelernte. Wenn Viktor eine Monatskarte hätte, käme er um 18.45 Uhr. Würde ich 4 Cousinen haben, wögen sie 312 Kilo. Ich heiße Viktor. Ich wiege 82 Kilo. Ich heiße Herbert. Mein Zug fährt um 19.26 Uhr. Das ist mein Mann. Das ist meine Hose. Das ist meine Aktentasche. So viel für heute. Und nicht vergessen, alle weiblichen einsilbigen Substantive ohne Umlaut werden schwach dekliniert. Wir waren lange nicht in der Oper. Wie findest du mein Kleid? Welches? Das ich anhabe. Besonders hübsch. Oder findest du das Grüne schöner? Das Grüne? Das halblange mit dem spitzen Ausschnitt. Nein. Was nein? Ich finde es nicht schöner als das, was du anhast. Du hast gesagt, es stünde mir so gut. Ja, das steht dir gut. Warum findest du es dann nicht schöner? Ich finde das, was du anhast, sehr schön und das andere steht dir auch gut. Ach, dies hier steht mir also nicht so gut? Doch, auch. Dann ziehe ich das lange Blaue mit den Schößchen noch mal über. Ah, ja. Oder gefällt dir das nicht? Doch. Ich denke, es ist dein Lieblingskleid. Ja. Dann gefällt es dir doch besser als das, was ich anhabe und das halblange Grüne mit dem spitzen Ausschnitt. Ich finde, du siehst toll aus in dem, was du anhast. Komplimente helfen mir im Moment überhaupt nicht. Dann zieh das lange Blaue mit den Schößchen an. Du findest also gar nicht so toll, was ich anhabe. Doch, aber es gefällt dir ja nicht. Es gefällt mir nicht. Es ist das Schönste, was ich habe. Dann behalte es doch an. Eben hast du gesagt, ich soll das lange Blaue mit den Schößchen anziehen. Du kannst das lange Blaue mit den Schößchen anziehen oder das Grüne mit dem spitzen Ausschnitt oder das, was du anhast. Aha. Es ist dir also völlig Wurst, was ich anhabe. Wie findest du eigentlich die Grünen? Was ist los? Wie du die Grünen findest? Ach, die Grünen? Gar nicht schlecht. Oder findest du die Roten besser? Die Roten? Die Roten mit dem hübschen Schmidt. Auch? Was auch? Auch gut. Nicht so gut wie die Schwarzen mit dem Strauß? Ich finde die Roten gut und die Schwarzen auch nicht schlecht. Und was soll ich jetzt anziehen? Das Blaue, das wunderhübsche Blaue mit den Schößchen. Erst soll ich das hier anbehalten, dann soll ich das Grüne anziehen und jetzt auf einmal das Blaue? Liebling, du kannst doch... Ich kann mit dir über Politiker reden, über Ölkrise, Atommüll, Wahlkampf und Umweltverschmutzung. Aber über nichts Wichtiges. Übrigens wussten Sie schon, dass die Alpen einen ganz erbärmlichen Anblick bieten, wenn man sich die Berge einmal wegdenkt?
Nicht selten zeigt ein Mann erst beim Kartenspiel seine besten Eigenschaften. Intelligenz, Toleranz und Disziplin. Ach, entschuldigen Sie. Hallo? Ja, bitte? Spielen Sie Skat? Im Moment nicht. Uns fehlt nämlich der dritte Mann. Ach. Wenn Sie mit uns ein paar Runden spielen wollen? Gern. Moosbach ist mein Name. Striebel. Vogel. Angenehm. Ein Bier, bitte. Mir auch. Der Herr auch ein Bier? Nein, danke. Ich bin mit dem Magen nicht ganz in Ordnung. Sind Sie Turnierspieler? Nein, nicht direkt. Ich habe auch länger nicht gespielt, aber ich spiele gern. Aha. Spielen richtig verstanden ist etwas Wunderschönes. Es kann auch gerade für junge Menschen eine gute charakterliche Schulung sein. Kontra nach dem ersten Stich und Null oder Reh. Bitte? Verlorenes Kontra, drei Bock, drei Ramsch. Du sagst was, Herr Moosbach ist faul. So. 18. Tja. 20. Was? Ach so, ja. 20. Tja, tja. 2. Ja, ja, ja. 3. Tja. 4. Tja. 7. Ja, ja, ja. 30. Mhm. Na, der hat ein Blatt. Ich? Sie scherzen. Nein, 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 nein. Also keine 33. Nein, nein, nein. Weg. Wie heißt er? Moosbach. Grand. Sie kommen raus, Herr Moosbach. Wo? Ach so. Haben Sie keinen Buben? Das sag ich nicht. Wir spielen Grand, Herr Moosbach. Ist das ein Bube? Ja, doch. Ich kann Buben und Damen so schlecht auseinanderhalten. Und den? Nein, das sind jetzt meine. Jeder der Herren hat einmal die Karten an sich genommen. Ich habe es genau beobachtet. Ich bitte Sie, das ist mein Ass. Sie haben abgeworfen. Herr Vogel hat bedient. Bitte sehr, bitte sehr. Aber gerecht ist es nicht. Und den, und den, und den, und den, und den, und den, und den. Pech gehabt, Digga. Ja, ja. Herr Moosbach, Sie geben. Ohne 2 in Spiel 3, Schneider 4, mal Grand 80, verloren 160, danke. Was machen Sie denn da? Nur auf diese Weise werden die Karten wirklich gemischt, damit man nicht immer dieselben bekommt. Im Grunde genommen ist Skat ein Spiel, das den Intellekt schult. 18. Ja. 20. Ja. 2. Weg. Weg. Wie heißt er? Wir. Karo, du kommst raus. Und was ist Trumpf? Karo. Was ist Trumpf? Karo. Karo. Ja. Also, was ist Trumpf? Karo. Richtig. Also, vielen Dank. Sehr freundlich. Ich hab Sie schon. Ich spiele zu gern. Pik. Herzen. Das ist Ihr Stich. Ach was. Natürlich. Herr Vogel hat die Herz 7 ausgespielt, dann hat Herr Striebel die Herz 8 draufgelegt und ich bin mit der Herz 9 einfach drüber gegangen. Das ist mein Stich. Die Herz 7 kommt von Herrn Vogel, dann die 8 von Herrn Striebel und dann, zack, komme ich mit der 9. So war's doch. Herr Striebel dachte schon, er könnte da mit der Herz 8 die Herz 7. Nein, 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 nein. Zack! Herr Striebel dachte schon, Herr Striebel hätte ja stechen können. Hat er aber nicht. Und darum habe ich einfach zack mit der Herz 9. Ein guter Spieler lässt sich nichts anmerken, Herr Vogel. Spielen ist in erster Linie eine Charakterfrage.
Vielleicht erlaubt es Ihr Charakter, jetzt eine Karte auszuspielen. Doch, doch, gewiss. Aber beim Skat will jeder Stich genau überlegt sein. Wenn man nicht ernst spielt, macht es keinen Spaß. Nein, nein, was habe mich geirrt. Liegt? Ich habe mich geirrt, Herr Vogel. Sie haben diese Karte ich sagte, es war ein Versehen, Herr Vogel. Sie haben ausgespielt, Herr Vogel hat gestochen und so bleibt es liegen. Hier wird Skat gespielt, Herr Mosbach. Kennen Sie Schnippschnapp? Das ist auch ein Spiel für drei Personen. Da nein, muss man... Schnippschnapp kenne ich nicht, aber Sie legen jetzt sofort eine Karte da drauf. Und da bleibt sie auch liegen? Nein, meine Herren, so nicht. Spiel ist etwas Heiteres. Es soll Freude machen. Im Übrigen brauchen Sie einen dritten Mann, ich nicht. Jetzt bleiben Sie schon sitzen. Bitte sehr, bitte sehr. Der Rest ist bei mir. Mit zwei Spiel, dreimal Karo 27, verloren 54. Darf ich den Herrschaften mal ein ganz kleines Kartenkunststückchen zeigen? Bitte sehr. Aber erst mal nicht gucken. Sie können sich umdrehen. Jeder der Herren darf sich ein Häuschen wünschen. Aber nicht laut sagen. Herr Striebel fängt an. Sie schreiben einen Brief an jemanden, den Sie lieben. Sie haben etwas zu notieren. Man benötigt Ihre Unterschrift auf einem Dokument. Natürlich mit Tinte. Mit Tintenboy. Das moderne Schreibgerät für moderne Menschen. Mit echter Tinte und Nachfüllpatrone. Tintenboy. Mit der Tinte im Füller und nicht am Finger. Tintenboy. Dum, dum, dum.